Hallo auf unserem Kanal zu diesem Video. Ich habe ganz einfach und schnell diese tolle Schneeballkerze gemacht. Und wie genau, das zeige ich dir in diesem Video. Alles, was du dafür brauchst, findest du in unserem Online-Shop. So wie diese Kugelkerze in Weiß, einmal Kerzenlack, etwas Glitter für Kerzen und weißen Kerzensand. Alle Produkte verlinke ich dir gerne unten in der Infobox. Ich habe den weißen Kerzensand mit dem Glitter in einem Gefäß gemischt. Den Glitter gibt es in Silber oder in Gold. Ich verwende jetzt hier den silbernen und rühre das einmal um. Und da seht ihr schon, wie einfach der Kerzensand jetzt schon schön glitzert. Anschließend nehmt ihr den Kerzenlack. Das ist auch ganz egal, ob ihr einen glänzenden oder matten verwendet. Und dann bestreicht ihr einmal die Kerze mit dem Kerzenlack. Und da, wo ihr den Kerzenlack drauf streicht auf die Kerze, da klebt dann anschließend der Kerzensand fest. Also ihr könnt euch entscheiden, ob ihr die Kerze komplett einstreichen möchtet oder nur oben, den oberen Bereich der Kerze. Dann stelle ich mir die Kerze auf einen Teller und streue den Kerzensand mit dem Glitter darüber. Und wie schon gesagt, da wo der Kleber ist, da bleibt es jetzt kleben. Der Kerzensand, der dann noch im Teller sich befindet, den könnt ihr gerne wieder einsammeln und auch eine neue Kerze damit einstreuen. Dann lässt ihr das Ganze am besten 2-3 Stunden trocknen und fertig ist diese süße Schneeballkerze zum Verschenken oder auch sehr schön als Adventskerzen geeignet. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, um kein neues Video zu verpassen.